Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, wir haben Sonntag, den 17.10.2021 und heute ist mal wieder Filmbörse und zwar diesmal in Köln. Ja, heute findet das Ganze in der sogenannten Wassermannhalle statt. Ich war noch nie vor Ort, aber ich bin gespannt, was da alles so abgeht. Kommende Woche bin ich tatsächlich nochmal in Köln, denn da ist nochmal Filmbörse in einer anderen Location und auch da wollte ich mich mal umschauen und ein kleines Video produzieren. Ja, heute hat sich auch der liebe Diddy Myers The Shape angekündigt und ich gehe mal schwer davon aus, dass wir da irgendwie auch so ein bisschen was zusammen drehen werden. Das werden wir alles mal sehen. Ich nehme euch natürlich wie gewohnt mit. Wir legen jetzt los. Bis dann. Jo, ich befinde mich jetzt hier gerade in Köln, hier bin ich gerade angekommen, war wieder eine heikle Autofahrt, hat ewig gedauert, 1000 Baustellen, andauernd Geschwindigkeitsbeschränkungen, richtig nervig. Aber ja, ich warte jetzt hier auf den lieben Diddy Myers The Shape, denn der kommt tatsächlich später an als erwartet. Aber dann wollen wir mal gucken, was hier so in Köln abgeht. Ja, und dann legen wir auch direkt los auf der Filmbörse in Köln aus der Wassermannhalle. Und es gab natürlich neben vielen coolen Filmen auch wieder tolle andere Artikel, wie diese tollen bemalten Macheten von Silent Hill oder aber auch Resident Evil. Auch diverse Figuren waren natürlich wieder zu finden und auch vereinzelte Wühlkisten, wo es dann hieß, Blu-rays für 2 Euro. Ja, hier habe ich natürlich mal wieder so ein bisschen durchgestöbert und hier gab es zum Beispiel Superbad oder auch 3D Blu-rays, Eat, Pray, Love mit Julia Roberts und auch Zombieland, ein richtig, richtig genialer Film und ich finde 2 Euro, da kann man überhaupt nicht meckern. Ja, es macht ja immer wieder Spaß, diese Wühlkisten mal so ein bisschen zu durchstöbern und ja, die Hoffnung zu haben, dass man da vielleicht was Cooles entdeckt. Richtig gerne habe ich auf jeden Fall meine Zeit bei diesem Händler verbracht, denn hier gab es jede Menge Steelbooks aus anderen Ländern, wirklich tolle Editionen, die man so in Deutschland nicht so oft zu Gesicht bekommt. Und ja, hier gab es auch wirklich für jeden Geldbeutel irgendwie etwas, denn es gab gebrauchte Steelbooks oder aber auch komplett neu und OVP. Hier sehen wir ein cooles Steelbook von Ben Hur, hat eine richtig geile Prägung gehabt oder aber auch von Top Gun. Dann sehen wir hier auch noch True Grit, super geil geprägt und ebenfalls in Hochglanz, Red Heat oder aber auch Koma. Ja, ihr seht es, ich hätte hier jede Menge einpacken können, habe mich aber am Ende tatsächlich nur für ein einziges Exemplar entschieden. Was das genau ist, das werdet ihr am Ende dieses Videos erfahren. Ja, es hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, hier die einzelnen Editionen so ein bisschen durchzublättern, denn wie gesagt, hier gab es jede Menge coole Sachen. Dann gab es natürlich auch wieder diverse Hardboxen, teilweise für 12 Euro das Stück, aber auch irgendwie sehr, sehr versaute Exemplare, wie hier notgeile Knastjulen zur Unzucht erzogen. Ja, aber auch viele Filme, die mir tatsächlich wieder nichts sagen. Und ja, ich habe hier so ein bisschen durchgestöbert, aber für mich war da leider nichts dabei. Hier haben wir noch Help Me, I'm Dead, sagt mir tatsächlich auch nichts. Oder aber auch Enter the Hitman zu einem Sonderpreis. Ja, aber vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Auch wenn ich tatsächlich eigentlich kein sehr großer Fan von Hardboxen bin, habe ich mir komischerweise auf dieser Börse doch diverse Exemplare davon angeschaut. Hier sehen wir gerade auch den lieben Diddy, der sich da die Hardbox von Frontiers anschaut.
Oder wir sehen hier auch nochmal Dracula in einer X-Rated Home Video Hardbox. Fand ich mega geil, sah wirklich aus wie so eine alte VHS-Kassette. Oder aber auch die Todeskandidaten. Ich fand es sowieso ganz cool, denn viele von diesen Hardboxen waren wirklich mega geil geprägt und machten schon irgendwie einen wertigen Eindruck, wie hier zum Beispiel von Cobra Kai die zweite Staffel oder aber auch Cobra Kai die erste Staffel. Ja, leider Gottes bin ich da überhaupt nicht d'accord mit der Synchronisation, sodass diese Editionen leider nie in meine Sammlung wandern werden. Aber ja, jedem am Ende natürlich das Seine. Wir haben hier auch noch eine coole Hardbox zum Film Ruinen. Dazu gibt es natürlich auch das Mediabook, was ich auch in meiner Sammlung habe. Dennoch ist das wirklich ein cooler Film, wie ich finde. Und ja, ich wollte das Ganze hier auf jeden Fall mal zeigen. Dann haben wir hier Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre, auch in dieser neu erschienenen Hardbox. Und auch Friedhof der Kuscheltiere 2, leider aber auch nur mit der DVD. Ja, bei Teil 1 sieht es dann anders aus. Hier haben wir natürlich die Blu-ray mit an Bord. Wir müssen am Ende natürlich gar nicht drum rumlabern. Keine Filmbörse kommt ohne Mediabooks aus. Und so starten wir hier natürlich auch direkt rein. Hier sehen wir zum Beispiel Dario Argentos Dracula in 3D in einem schicken Mediabook. Der Film hat mir tatsächlich nicht gefallen, denn ich finde, er war sehr, sehr trashig. Ja, diese Szene, wo Dracula dann als ja, Heuschrecke die Treppe hochkam, die ja, hat mir den ganzen Film vermiest, aber ja, ist natürlich auch wieder absolut Geschmackssache. Dann sehen wir hier Todesparty 2, auch ein cooles Mediabook, den Film selbst habe ich auch noch nicht gesehen und auch ein cooles Mediabook zu Bloodline in der Full Uncut Version, sah auch echt nicht verkehrt aus, muss ich sagen. Ja, Mediabooks, das ist natürlich nach wie vor immer noch Thema, auch wenn da häufig drüber gestritten wird. Es gibt schon wirklich tolle Exemplare, das muss man am Ende einfach ganz klar sagen. Und so schaue ich mir auch immer wieder gerne Mediabooks an. Ja, schön fand ich auf jeden Fall auch, dass wir hier auch eine Alternative zu den 84 Entertainment Mediabooks ausliegen hatten, nämlich immer noch die Vampire Mediabooks von Studio Kanal, zwar in einem etwas kleineren Format, aber ja, immerhin ein Mediabook. Preislich war das auf jeden Fall deutlich attraktiver. Ja, und dann gab es hier auch noch eine Premiere, denn es gab hier diese Night of the Living Dead Mediabooks in einer neuen wattierten Ausführung in zwei Cover-Varianten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese sahen doch wirklich klasse aus. Wirklich toll verarbeitet, macht einen wirklich geilen Eindruck, man hatte richtig was Wertiges in der Hand. Und ja, es ist doch schön, dass sich da so ein Börsenbesuch durchaus lohnen kann. Ja, dann haben wir natürlich auch noch die Freitag der 13. Mediabooks, auch in der wattierten Ausführung. Ja, sehr, sehr viele Teile davon waren hier noch zu haben und das zu wirklich akzeptablen Preisen. Da habe ich schon ganz andere Preise im Internet gesehen und sogar wirklich sehr, sehr rare Mediabooks wie die Erstauflage von Inside lag hier noch rum und zwar gerade einmal für 50 Euro. Ja, dann sehen wir hier auch noch ein paar Headset-Teile. Und wir wissen ja, auch dazu kommt tatsächlich jetzt in nächster Zeit eine Quadrologie auf den Markt. Aber wer die Mediabox einzeln möchte, kann sie hier definitiv bekommen. Ja, schön fand ich dann auch, dass ich mir mal die neuen Mediabooks zu Sorority Row schön bis in den Tod anschauen konnte. Und zwar alle vier Cover-Varianten. Und da bin ich immer noch am Hadern, ob ich da demnächst mal zuschlagen werde. Jo, meine Lieben, wir waren jetzt gerade auf der Filmbörse hier in Köln und zwar in der Wassermannhalle. Ich habe euch da ja so ein paar Eindrücke von gezeigt gerade. Ja, wie eingangs schon erwähnt, hier ist der liebe Diddy Miles The Shape. Hi Leute, seid gegrüßt, ich bin's der Diddy. Und wir haben tatsächlich jetzt zusammen so ein bisschen hier die Börse erobert und haben hier so ein bisschen rumgestöbert und ja, wir wollten da mal so ein bisschen unsere Eindrücke schildern. Ich gebe einfach mal das Wort an dich, Didi. Wie gefiel dir das Ganze denn da heute so? Im Großen und Ganzen muss ich sagen, klein, aber fein.
Dennoch gibt es eine ganz, ganz große Sache zu bemängeln, und zwar ist das dieser Filmbereich, weil der war total unterbeleuchtet. Ja, also da war richtig dunkel. Ich selbst habe ja auch ein Video gemacht, wo man das halt eben sehen kann, wie es quasi zum Schluss aussieht. Ne? Aber dieser Raum, der war so schlecht belichtet, da hättest du mit dem Handy, wenn du das irgendwas aufnimmst, ne, mal heller, mal dunkler, auch so mit dem menschlichen Auge, wenn du davor stehst, ne, da musstest du genauer hingucken, um quasi dunkle Mediabox überhaupt zu erkennen. Ja, ich fand's auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da reingekommen bin, habe ich auch gedacht, oh, das ist aber hier echt eine Dunkelkammer, kamst du hier vor mir in so einer Höhle. Ja. Und ging gar nicht. Ja, gerade dann die Sonne von draußen hat an manchen Stellen dann echt irgendwie geblendet und dann konnte man tatsächlich teilweise nicht mal richtig erkennen, was denn da überhaupt für Titel ausliegen und so weiter. Und das hat mich dann auf Dauer schon echt irgendwie angestrengt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ne, das Ganze war eigentlich ganz nett gestaltet. Also von dem Besucherandrang, muss ich sagen, habe ich eigentlich mehr erwartet. Ja, das stimmt auch. Letzten Endes für mich, muss ich sagen, bin ich aber froh, dass es verhältnismäßig wenig Leute waren, weil man halt eben dann den Überblick dieses dunklen Raumes halt eben besser, betrachten konnte, ne? Um überhaupt da ein bisschen rumstöbern zu können. Ja gut, wie gesagt, man hat da natürlich trotzdem da rumgestöbert. Wir hatten auch Spaß, ne? Also das kann man jetzt nicht anders sagen. Nee, das hatten wir auf jeden Fall. Mega Tag gehabt. Wir waren noch bei Burger King gewesen, haben noch was Leckeres gegessen. Ne? Genau. Ey, Leute! Was macht die Cola, mein Lieber? Da darf man eigentlich gar keinem erzählen. Das stimmt, da darf man eigentlich gar keinem erzählen. Ich habe gesagt, ja, ich bekomme eine Apfelschorle und eine Cola, sagt die 11 Euro. Und dann sagt sie, 11 nee, Euro? Und dann sagt sie noch so, 9 Euro für beides. Habe ich gesagt, ja, dann ist gut. Ja, dann ist gut. Glück, Arthur. Oder musste man überlegen, ey. Also heftig, das ist wirklich verhältnismäßig heftig. Aber ich fand cool tatsächlich, wir haben jede Menge Abonnenten kennengelernt. Ja, auf jeden Fall. Getroffen. Ne? Wir haben uns angesprochen, war auf jeden Fall richtig cool. Haben Grüße gehen raus an Benny, an Stefan. Genau. Und weiß der Geier, wen wir da noch angetroffen haben. Ne? War auf jeden Fall richtig cool, euch da mal definitiv alle kennenzulernen und mit euch ein bisschen zu quatschen und so weiter. Ja, ja. Und ja, ich würde sagen, wir kommen direkt einfach mal zu unserer Ausbeute. Bei mir ist sie wieder wie erwartend, wie zu erwarten. Also sie hat richtig sehr viel. Klein. Ich habe richtig viel. Ich Im Verhältnis zu mir hat er viel. Ich habe nämlich genau, ein Steelbook, und das zeige ich euch jetzt, und zwar zum Film Poltergeist. Das war damals übrigens Amazon-exklusiv, das hatte ich auch mal. Ich habe den Film schon ewig irgendwie gesucht und immer gedacht, ach mal, irgendwann eine coole Edition zum ersten Teil. Ja, jetzt habe ich ja dieses Steelbook gesehen und habe gedacht, das ist noch OVP, da schlägt es jetzt einfach mal zu. Aber ist auch ein schönes Steelbook. Was soll ich euch sagen? Also ich bin zufrieden, ich brauche nicht immer die Masse und insofern haut das für mich hin. Du bist da auf jeden Fall schon mal ein bisschen nervig geworden. Also ich habe halt eben ein bisschen mehr in die Tasche gegriffen. Apropos Tasche, ich hole jetzt mal mein Update hervor. Das befindet sich alles hier in dieser Puma-Tasche. Ja, also ich hatte mir ein Limit gesetzt von 200 Euro, ja, das sage ich schon vornherein, und muss auch sagen, ich habe die 200 Euro auch auf den Kopf gehauen. Ja. Anfangen würde ich sagen, oh Gott, soll ich dir das vielleicht halten? Ja, halt das mal so. Anfangen werde ich auf jeden Fall mit dem ersten Mediabook, es sind überwiegend Mediabooks, ja, und zwar zu dem Film Voodoo, genau, Voodoo in der Neuauflage von XT Video, da gibt es ja zwei verschiedene Artworks an wattierten Mediabooks und ich hatte halt eben schon die Cover-A-Variante vorne mit dem Zombie, die habe ich ja schon in meiner Sammlung und mir war halt eben dann wichtig, noch dieses Cover-B in die Sammlung zu holen und der Preis beträgt hier 60 Euro und ich habe 57,50 bezahlt, also 2,50 Euro billiger, weil ich halt eben noch ein zweites Mediabook bei dem Händler gekauft habe und es gibt ja auch noch diese erweiterten Fassungen in die normalen Mediabooks, diese vier Artworks, zwei schwarze, dann ist noch eins so mit Sonnenuntergang und so, ne? Die lagen dort auch aus, aber da habe ich gerne drauf verzichtet. Ich will jetzt nicht jedes Mediabook von Voodoo haben, aber die wattierten, generell gefallen mir wattierte Mediabooks, deswegen habe ich mir halt eben dann nochmals Voodoo geholt in der Alternativ-Cover-Variante. Ja, ist auch ein schönes Mediabook, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht persönlich so mein Film, aber das Mediabook an sich ist. Also der Film ist mega und die, kennst du die Melodie, den Soundtrack von Voodoo, ey, mega. Apropos Mega, jetzt kommen wir halt eben dann zu Eden Lake. Das ist schon eher mein Ding. Ja, eher dein Ding, okay. Ja. Ist aber jetzt mein Ding, ne? Ja, ich kann dir das ja geben, hast wenigstens Zweifel dabei. Ich hab doch ne? die Table Edition, das auf jeden Fall. Ja, die sieht übrigens auch cool aus. Ich meine, das ist auch der gleiche Artwork, ne? Kann das sein mit der Frau drauf? Da ist die Frau drauf, ist von Pretz Media exklusiv gewesen damals. Auf jeden Fall, ich zeig das mal so hier in die Kamera, ja, dreh das gute Stück mal um. Das ist die Cover C-Variante, limitiert auf lediglich 222 Exemplare. Hier ist auch ein Preis drauf von 60 und hier habe ich auch 57,50 bezahlt. Also ich habe einen Nachlass von 5 Euro gekriegt, finde ich okay, zumal halt eben selbst Voodoo
Ja, wenn man mal auf Facebook aktiv unterwegs ist, ja, kriegt man das auch für 70, 75, sogar für 80 angeboten. Hier sind 60. Ja. Ich denke, vom Preis her kann man hier bei den zwei überhaupt nicht meckern. Das hier ist limitiert auf 666 Stück. Ja, wie gesagt, die zwei hatte ich halt eben dann exklusiv bei einem den gleichen Händler mir geordert. Ja, jetzt kommen wir halt eben dann... Noch in deiner Glückstasche. Die Mandy, die ist ja auch mit von der Partie und die Mandy hat sich ja die Rambo-Trilogie geholt im Steelbook, lediglich die DVD-Steelbook-Variante für Sonderpreis 15 Euro. Hätte sie mich mal vorher gefragt, ich habe dieses Steelbook auch zu Hause und hat ihr gesagt, Schatz, weißt du was, die 15 Euro hättest du auch sparen können, zumal du auch sonst mein Steelbook hättest haben können. Ja, dann auf jeden Fall habe ich noch ein Mediabook, also wir zeigen mal Mandys Update gerade, jetzt geht's mit Mandys Update weiter, ja, und zwar dem Film Upgrade im Mediabook. Ich habe mir sagen lassen vom Nikolas, dass der richtig gut ist, ja. Ich hatte auch nur die Empfehlung bekommen damals, sag mal, guck dir den an und ich habe immer gedacht, ach ja, habe ich mir einen Trailer zu angeguckt, gefiel mir richtig gut, habe dann bei diesem Mediabook auch zugeschlagen und habe es echt nicht bereut. Mega Film. Okay, also ich kenne halt eben nicht, Mandy auch nicht, selbst der Yusuf, wo ich das gekauft habe am Stand von Alt Media, der hat gesagt, auch ein Bombenfilm, irgendwie haben das alle gesagt, selbst Ramona und Klaus, die halt eben auch noch hier sind, beziehungsweise der Dominik ist ja auch hier, war. Ja. Alle sagen, der Film wäre echt mega, Mandy und ich sind gespannt. Und ja, limitiert auf 333 Stück und dieses Exemplar zieht die Nummer 067. So, dann tue ich das auch mal zur Seite. Wie gesagt, jetzt kommt Mandys Mediabook. Sie hatte sich ja beim lieben Yusuf von Eich Media noch was zurücklegen lassen. Und zwar die zwei Mediabooks von Halloween 2, Rob Zombies Halloween 2 in der erweiterten Auflage. Lediglich gibt es hier von 400 Cover-Varianten. Das ist die Nummer 034. Auch eine niedrige Zahl, finde ich richtig cool. Ja. Und hier ist die Nummer 199 von 500. Ich zeige es halt eben mal. Nochmal so in die Kamera von den Lichtverhältnissen, da kann man das gut sehen. I love it. Also ich liebe ja quasi die Remakes von Rob Zombies Halloween. So. Ja, das war jetzt das Update von dem Mandy. Er macht weiter mit meinem Update. Ich reiche dir das dann mal an. Nee, du darfst aber auch sehr gerne was sagen, bitte schön. Du kannst ja mal deine Meinung zu diesem Mediabook sagen. Mach das. Ja, das zum Beispiel war ja hier... ich mache mir mal in der Zeit mal hier eine Dose Winter-Apfel. Eine wattierte Variante von Night of the Living Dead. Und der liebe Yusuf sagte mir oder uns, dass das Ganze jetzt hier schon relativ brandneu am Start war. Ja. Dieses Mal auf der Börse. Und soweit ich das verstanden habe, erst irgendwie später auf den Markt kommt. Mhm. Offiziell oder... Ich meine, die normale Variante liegt schon länger aus, kann das sein? Die normale, ja, aber es diese wattierte Variante genau, nicht. Genau, ist neu. Und ist ein richtig schönes Mediabook. Der Didi hat hier zugeschlagen und hat sich das hier geholt. 500 Stück limitiert und das ist die Nummer 13. Nummer 13 von 500. Der hat halt eben ein paar Stück zur Auswahl gehabt und ich habe mir halt eben das Mediabook mit der niedrigsten Limitierungsnummer ausgesucht. So, dann reiche ich dir noch diese beiden Teile. Genau, er reicht mir noch diese beiden Teile an. Und zwar, ich habe mir geholt das Original Tanz der Teufel von Sam Raimi im Mediabook. Ich hatte bereits mal diese Mediabooks in meiner Sammlung. Hab ja meine Sammlung verkauft. Leider Gottes, im Nachhinein bereut man halt eben sowas. Ne? Bin halt eben mega happy froh, diese beiden Teile wenigstens jetzt, also diese zwei Mediabooks in meiner Sammlung zu haben. Ja, das hier werde ich auf jeden Fall öffnen zum Gucken und das hier bleibt auf jeden Fall OVP. Zumal ich halt eben auch von Evil Dead, von dem Remake, die gezeichnete Sciotti-Variante habe. Ja, ja, ja. Und da werde ich sie halt eben beide nebeneinander stellen. Und ja, das hier ist limitiert, ich weiß das gar nicht, 2000 Stück. Hier ist die Nummer 1739. Und das ist auch, glaube ich, 2000 Stück. Hier ist die Nummer 1033. Ja, das sind auf jeden Fall dann nochmal zwei Mediabooks von Tanz der Teufel, dem Original. Und dann sehe ich hier noch einen letzten Film. Vielleicht willst du auch noch was zu sagen. Trick or Treat. Kennt ihr den Film? Gibt es lediglich hier in Deutschland offiziell nur als DVD. Schon seit Jahren out of print. Vor zwei Jahren kam eine Neuauflage raus, auch als DVD. Die war kürzester Zeit direkt auch vergriffen. Die DVD wird gehandelt so zwischen 20, 30 Euro mehr. Und es gibt halt eben diesen Film auf Blu-ray, ja, als Bootleg wohlgemerkt. Es sieht vom Artwork richtig cool aus, ja, die Rückseite auch richtig cool. Es soll ein super toller Film sein. Ich kenne halt eben nur einen kleinen Ausschnitt davon, aber ich werde mir dieses Jahr zu Halloween am 31. mir mal Trick or Treat geben. Ja, und damit ich nicht alleine gucken muss, ja, und der liebe Nico, ja, nicht nur mit einem Film nach Hause gehen muss, werde ich diesen Film dem Nico schenken. Ja, hör mal, da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Didi. Freut mich mega. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen hier, das Ganze. Sein erstes Bootleg wohlgemerkt. Ja, ich bin gespannt, ne? Aber wie gesagt, du hast ja... Zieh dir den auf jeden Fall mal rein. Du hast ja gesagt, ich meine, du kannst bestätigen, von der Optik hier, sag mal ehrlich, das ist auch wie eine Originale. Das sieht super aus, es ist eingeschweißt. Man hat echt das Gefühl, man kauft hier echt eine offizielle VÖ. Ganz genau. Da muss man sich nichts vormachen. Ja. Und das Artwork sieht auch mega aus, oder? Mit den Lolli in Halloween-Form. Also richtig geil. Zeig's dir doch mal so. Ja.
Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, nicht so mega geil. War auf jeden Fall auch ein richtig, richtig cooler Tag. Definitiv. Ne? Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Wiederholen wir definitiv. Das machen wir. Die nächsten Börsen werden kommen und... Hier, schenke ich dir auch. Noch was Geiles. Ja, das schmeckt gut. Werde ich mir jetzt hier schön reinziehen gleich. Ja, mach mal auf. Komm, stoß mal an mit mir. Also wer die Winteredition, ein bisschen Werbung muss ja sein, wer für einen Red Bull noch nicht kennt, Granatapfelgeschmack. Hast du das schon mal probiert? Nee, den kenn ich noch nicht. Riech mal dran. Und wie riecht es? Riecht lecker, oder? Ja. Oder? Probier jetzt mal. Ey, ist echt geil. Geil, oder? Kann ich machen. Nur jedem empfehlen. Kann Solange, ist eine limitierte Edition. Ne? Ist limitiert, ne? Genau. Auf 500 Stück. Nee, Quatsch. Ja, ja, ich habe wenigstens 2 abgekriegt. Nee, Quatsch. Nee, war noch Spaß. Ja, nee, Leute, ich würde sagen, das soll es dann hier auch gewesen sein. Genau, das wir trinken jetzt hier noch unseren Red Bull aus und dann geht's nach Hause. Genau. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Definitiv. Vielleicht bin ich nächste Woche auch in Köln, in der Stadthalle in Mülheim. Da können wir auch weil das hier ist die Köln-Wassermann-Halle. Ich bin heute das erste Mal hier. Von der Location her, Leute, sieht's wirklich cool, ulkig aus, ja. Aber der Filmbereich, das war so abgedunkelt, aber das Thema hatten wir eben schon mal. Und, ja. Hätte man mehr Beleuchtung reinbringen müssen, ganz ehrlich. Ja. Das zum Abschluss hin. Ne? Das soll es ja, gewesen sein. In diesem ne? Sinne, wir verabschieden uns. Wir wünschen genau. euch alles erdenklich Gute. Tut uns den Gefallen, passt bitte auf euch auf und bleibt gesund. So sehe ich das auch. Von mir das Gleiche. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao. Ja, ich auch. Ciao, tschüss. Ich drücke da oben am Knopf und bin weg. Das sage ich sonst immer. Ja, das stimmt. Da brauche ich nicht schneiden, weißt du?